Die Herrenmühle, in der wir uns hier befinden, im obersten Geschoss, das relativ neu ist, liegt an der Nordrade. Die Nordrade, die ursprünglich direkt an die Ems mündete, wird jetzt irgendwie durch die neuen Kanalsysteme anders eingeleitet. Aber sie führt noch enorm viel Wasser. Man hört hier oben das Rauschen des Wasserfalls am Wehr. Wie alt die Herrenmühle genau ist, weiß man nicht. Aber es ist wahrscheinlich einer der ältesten Mühlenstandorte, denn Meppen ist im 9., 10. Jahrhundert als karolingische Gründung entstanden und hat wahrscheinlich schon sehr früh eine dem Landesherrn gehörende Wassermühle besessen. Herrenmühle deswegen, weil sie dem Landesherrn gehörte. Und es war eine der größten Mühlen bis zuletzt. Die derzeitige Ausstattung ist relativ modern. Unten sieht man noch im Turbinenkeller das Turbinengetriebe. Außen am Mühlengebäude an der Rade das Turbinenhäuschen. Und dann relativ moderne Geräte wie Walzenstuhl und Plansichter und ähnliche Geräte, die in den bisherigen Mühlen, die wir gesehen haben, eben nicht mehr vorhanden waren. Denn die Mühlen waren kleiner und sind für den örtlichen Bedarf mehr zur Verfügung gewesen, während die hier ja einen größeren Bereich, nämlich die Stadt Meppen, mit zu versorgen hatte. Sonst gab es in Meppen kaum Mühlenstandorte. Es gab noch eine Windmühle, die allerdings nicht mehr existiert. An deren Stelle ist jetzt eine Mühle transloziert worden aus dem Landkreis Cloppenburg. Aber ansonsten, Lingen hatte mehr Mühlen, aber die waren alle kleiner. Wesentlich kleiner. Oder wurden im Laufe der Zeit umfunktioniert zu Fabriken für alle möglichen Dinge, als Tuchfabrik und andere Sachen. Diese Mühle hier ist ein Doppelmühlenstandort mit der Kornmühle, in der wir im Moment stehen. Und auf der anderen Seite des Gewässers gab es mal eine Ölmühle. Jetzt ist dort noch vorhanden ein Sägewerksschuppen mit einem Sägegatter. Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch in Betrieb ist. Aber prinzipiell wäre es betriebsfähig. Die Mühle ist im Eigentum seit langem der Familie Kosse. Der Kossehof liegt hier immer noch ein Stück weiter radeaufwärts. Und ist eigentlich, solange ich weiß, im Besitz dieser Familie, die jetzt auch noch diesen Mühlenstandort hier betreut. Wir hören hier das Rauschen des Wasserfalls der Nordrade, kurz vor ihrer Mündung in die Ems. Die trieb hier die Herrenmühle an, eine der ältesten Wassermühlen im Landkreis Emsland. Eine Mühle, die immer dem Landesherrn unterstand und offensichtlich auch einen großen Einzugsbereich hatte. Trotzdem, in den letzten Jahrhunderten, also im 19. und 18. Jahrhundert, permanent Probleme mit den Nachbarmühlen. Die Müller, die hier ansässig waren, da gab es eine Müller-Dynastie der Familie Weiß, hat natürlich gesehen, dass sie die Konkurrenten in der Nachbarschaft immer klein hielt. Aber sie hat trotzdem nach einer gewissen Zeit durchaus fertig gebracht, auch mit den Nachbarn sich zu vertragen.
was ja bei Müllern immer ein bisschen problematisch war. Müller standen immer in der Konkurrenz untereinander, waren zwar durch die Landesherrschaft insofern gedeckelt, als sie dorthin ihre Pachten abzuführen hatten und auch für bauliche Maßnahmen in der Regel die Landesherrschaft um Konzession bitten mussten. Aber in den letzten Jahren, als diese Mühle hier noch in Betrieb war, war es immerhin möglich, sie auf den modernsten Stand zu bringen. Also um 1900 gab es hier gewaltige Erneuerungsmaßnahmen mit Neubau von Turbinen. Das ging dann bis in die 20er Jahre. Mit Neubau der Wehranlagen, die einem besonderen Verschleiß unterliegen.